Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hier bleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Mutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf das deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie eine der nur Pflicht. Eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir.
Wow! Ich habe gerade einen Gehirnorgasmus. Meine Augen und Ohren wurden geflasht. Krass, krass, krass. Was wir machen... Nur eine kurze Einstellung. Hafebolus. Okay. Ja. Ein neues Spiel beginnen wir. Auf normal. Das ist die Frage. Auf normal. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr zugeschaltet habt. Aloy! Supportet das Ganze und seid vielleicht genauso geflasht wie ich. Also, wow. Fängt schon riesig an. Ich freue mich so richtig, richtig auf dieses Projekt. Weil es ist immer was völlig anderes. Du hast lauter Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Da. Ja. Oh, komm schon. Mich nicht. Ist das eine Art Höhle? Wow, eine Art Höhle? Die Höhle schlechthin. Ratten. Geh in die Höhle hinein, okay. Spielen wir hier so eine kleine, wie lustig. Schön. Wow, die Effekte, Videoeffekte, wow. Fledermäuse, ah! Ziemlich eng, aber ich passe durch. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Eine der alten Orte. Wow. Der alten Orte. Das sieht echt verdammt gut aus. Nur mal kurz gecheckt. Ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Okay, eine kleine Aufsässige. Nicht schlecht. Ehrlich. Wowi, wowi, makawari. Allein wie das Licht hier reinstrahlt, oder? Richtig geil.
Richtig geil. Jetzt hier. Okay, ich denke mal, Loot fänden wir erst später. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Hoppala! Wir lernen ein bisschen die Welt kennen. Nicht schlecht, der Specht. Da vorne ist irgendwas. Wo denn? Adlerauge, wo? Was ist das? Ein Toter! Oh no. Da glänzt doch etwas. Ein Speerspitze? Eine Speerspitze natürlich. Nö. Oh. Okay. Das will ich auch haben. Was auch immer das ist. Aber das will ich auch haben. Zack. Oh. Das will ich auf jeden Fall haben. Lichter, überall. Wie macht es das? Okay. Nice. Noch mehr Lichter. Holoschloss. Da ist was. Es hängt mit der Tür zusammen. Bunkertür. Gehen wir mal dahin. Also das ist cool. Da kann man die Ratte markieren. Also könnte man einen Feind zum Beispiel auch markieren und geht durch die Gegend herum. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das sieht aber auch wieder krass aus, oder? Bumbilum. Code Nexus, sicher. Okay. Holoschloss gegen den Uhrzeigersinn drin, Holoschloss im Uhrzeigersinn. Ein Farbwechsel. Krass. Einfach nur krass. Dummidummidum. Ein kleiner Sprint. Du kleine Prinzessin. Ein Farbwechsel an der Tür. Oh no! Ein Farbwechsel an der Tür? Mach keinen Scheiß! Geschafft! Wowie! Yeah.
Dr. Evans, Einmeldung vom USRC. Black Quartz verschlüsselt. Ich habe die Nachricht auf das Holoraster geroutet. Zum Betrachten. Holoraster. Okay. Das ist eine geile Funktion. Ja, da haben die sich mal richtig was Gutes ausgedacht. Aber mal richtig bis hierhin. Wow. Supportet definitiv dieses Projekt. Das lohnt sich richtig. Richtig. Was ist das? Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber... wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Na, okay. Schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber... den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Okay, wow. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Xana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Oh, shit. Der hat sich wohl erschossen, so wie es angehört hat, wa? Kacke. Also, wenn ich ab und zu mal verstumme, das ist einfach das Spiel, was mich gerade voll flasht. Schön sieht's hier aus. Wir versuchen warum natürlich sind so viel. Sie hier gestorben? Was ist passiert? Ich versuche natürlich so viel wie es geht mitzunehmen, ne? Gerade das finde ich. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Chana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay.
Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Okay. Das ist natürlich krass. Aber wir sind hier nicht gut. Weiter geht's hier. Rost hat mich gefunden. Hier unten. Ich komme. Jetzt gibt's Mega. Weil du sagst, ich komme. Aloy! Urmutter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Oh no. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Der will dich doch nur schützen. Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy, nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Gerne lernen wir das. Was bedeuten sie? Nimm deinen Bogen. Bogen? Und kein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Oh shit. Oh shit. Ja, wir lassen die das doch ablaufen. Kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine. So, Freunde der Nacht. Hier machen wir den Cut, würde ich mal sagen. Wie alles begann, sozusagen. Dann in der nächsten Folge werden wir lernen zu jagen. Da freue ich mich jetzt schon drauf und hoffe ihr auch. Seid ihr genauso geflasht wie ich? Wenn ja, supportet das mal. Also schreibt mal gerne was in den Kommentaren. Schauen wir, wie es weitergeht und. Vielen Dank fürs Zuschalten. Support ist kein Mord. Haut rein.